Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir den Weg zum Netherportal vorbereitet. Diese Folge wollen wir unten bei dem Fundament des Hauses weitermachen, denn schließlich muss es irgendwann mal begonnen werden. So, wir haben eine Spitzhacke, wir haben ein bisschen Holz und noch ein bisschen anderes hier im Inventar. Und begeben uns einmal hier runter. Ja, wir sehen, wir haben auch gar nicht mehr allzu viel hier abzutragen. Die letzte Schicht und dann natürlich noch der Boden, den wir durch Andesit ersetzen möchten. Das heißt, zwei Ebenen und dann sind wir hier auch schon soweit fertig. Das heißt, danach müssen wir in der Mine nach Andesit schauen, um dann hier das Fundament zu gießen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal hier, fangen wir an und dann sehen wir uns gleich nach dem Zeitraffer wieder. So, damit wir auch nachher sehen, wie viel Platz wir noch im Inventar haben, verteile ich einmal die Steine. So sollten dann nur neue Stacks unten in der Hotbar angezeigt werden, wenn bereits alle begonnenen im Inventar aufgefüllt wurden. Dafür muss das Eisen natürlich auch zur Seite gelegt werden. So, ich denke mal, die Treppe hier wird nicht direkt einstürzen, wenn wir hier drunter auch schon ein paar Steine abbauen. Das sollte gehen. Ja, meine Lieben, es wird Nacht. Ich würde sagen, wir legen uns eben schlafen, legen die ganzen Items schon mal ab. Ihr habt gemerkt, hier unten sind jetzt 14 Cobblestone schon wieder in der Hotbar drin. Das heißt, die vorher reingelegten Steine, die sind jetzt alle mit Stacks gefüllt. Die Technik funktioniert ganz gut, dann hat man ungefähr so einen Überblick, wie viel Platz bleibt hier noch im Inventar und dass nachher die Blöcke liegen bleiben. So, Cobblestone hatten wir hier vorne. Jawohl, die Truhe ist auch voll. Sehr schön. Wollen wir den Rest hier auch einmal reinlegen. Auch Sand und Gravel. Zack, auch. Ja gut, das kommt nachher in die Baumfarm rein. Hier haben wir jetzt dann noch Kohle und Eisen. Kohle und Eisen haben wir hier. Perfekt. Super, legen und schlafen. Und dann geht's weiter. Haben wir noch eine zweite Spitzhacke? Ah, die haben wir, wenn dann hier drin. Ne? Ja, eine Efficiency 2. Wir haben eine Efficiency 1. Wir benötigen eigentlich noch eine Efficiency 1. Emeralds haben wir 7 Stück. Der gute Herr Schmied möchte, glaube ich, 18 haben. Es sei denn, ich bin mir gar nicht sicher, ob das der Rabatt war. Herr Schmied, wo sind Sie? So, hier können wir auf jeden Fall schon mal die Äpfel reinlegen. Da haben wir jetzt auch schon über einen Stack. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, suchen wir mal den Herrn Schmied auf. Schauen wir mal, ob er uns immer noch ein vortreffliches Angebot hier unterbreiten kann. Oder ob er
seine Preise angehoben hat. Hier der Kartograf, ja. Ja, die Kajüte hier. Die Unterkunft. Hier vorne. Hallo, Herr Schmied. 18 immer noch, ne? Also ein Rabatt von 1 Emerald. Ist okay. Müssen jetzt mal gucken, dass wir hier jetzt noch 11 Emeralds irgendwo herbekommen. Bei den Kühen könnten wir eigentlich auch mal schauen. Das heißt, wir müssten sie eigentlich vermehren. Ein paar leider schlachten, um an das Leder zu kommen für einen Verzauberungsstich. Da kommen wir früher oder später gar nicht drum herum. Das heißt, ein paar der lieben Kühe müssen dann mal dran glauben. Was ist hier unten? Ja, der gute Herr, wieso arbeiten Sie nicht auf den Feldern? Das ist aber frech. Ihre Kollegen sind auch schon alle wach. Hm? Unverschämtheit. So, schauen wir mal. Wir gucken erstmal, was denn seine Kollegen wenigstens gefarmt haben. Ja, wenn der eine hier auf der faulen Haut liegt. Ein paar Kartoffeln, die können wir auf jeden Fall verkaufen. Da müssen wir auch nochmal wegen einer Eisenaxt schauen, dass wir die Kürbisse und Melonen farmen können. Hatten wir hier noch welche drin? Natur, ja, ein paar Melonen waren sogar noch vorhanden. Hier sind auch noch Kartoffeln, die nehmen wir auch mal mit. Und Stöcke haben wir. Das heißt, wir können auch mal ganz kurz bei der Eisenfarm vorbeischauen. Gucken, was sie für uns abgeworfen hat. Die arme Biene irrt immer noch herum. Hier ist das traditionelle Ei, was wir hier fast jede Folge aufsammeln. Ich denke mal, solange das Huhn hier rumläuft, wird es auch immer noch der Fall sein. So, ja, in der Tat, einiges an Eisen hier hat sich angesammelt. Wir machen uns direkt mal eine weitere Axt. Wo siehst du? Da, perfekt. Eigentlich müssten wir uns auch eine neue mal kaufen. Aber für Melonen und Kürbisse reicht auch eine normale Eisenaxt. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt eine Diamantaxt für erwerben. Genau. So. Einmal schnell hier rüber gesprintet. Unten kurz die beiden Farmen. Einmal leergeräumt. Und dann schauen wir mal, wie viele Emeralds wir denn rausbekommen. Eine Diamant-Spitzhacke ist auf jeden Fall von der Priorität her weiter oben als eine Diamant-Axt. Denn erst, wenn wir das Haus errichtet haben, steht auch unsere Basis oder das Fundament der Basis. Und anhand dieser können wir dann das Raster weiter ausbreiten auf das Dorf und alles weitere dann an unserem Haus anpassen. Das heißt, gegebenenfalls die Mauer, vielleicht Wachtürme, die wir errichten möchten, andere Häuser, Wege, alles Mögliche richten wir dann an unserem Haus, an der Basis aus. Und dafür ist es halt dann vonnöten, dass das Haus steht. Dass wir wissen, okay, wo können wir beginnen, wo machen wir weiter, wie fügt sich welches Teil wo am besten ein. So, Melonen und Kürbisse sind gefällt. Wollen wir sie einmal kurz zusammencraften. Beziehungsweise nur die Melonen. Und dann schauen, ob wir nicht noch ein schönes Angebot bekommen. So. 28, 27 und ein paar Stacks Kartoffeln. Ich glaube, die Angebote waren bei allen beiden gleich hier, was zumindest die Kartoffeln betrifft. Das heißt, wir können jetzt hier bei dem Herrn Kollegen, der fleißig an der Arbeit ist, ihm belohnen mit ein paar Kartoffeln. Und dann haben wir schon fast die Diamant-Spitzhacke wieder draußen. Dann verkaufen wir ihm noch hier ein paar Melonen. Und schon haben wir es. Sehr schön. Gut, trotzdem muss ich einmal zum Kollegen gehen, denn der hat nämlich dann die Kürbisse. Nein, du kommst nicht mit. Ja, haben sie sich auch mal hier aufs Feld begeben, ne? Ja, nur weil sie hier Rabatte anbieten, heißt es nicht, dass sie hier faulenzen können. Ja. Gut. Besser spät als nie, ne? So, den Rest können wir weglegen. So. Ei weg, Kürbisse weg. Die legen wir hier unten rein. Und die eine Kartoffel natürlich hier. Ja, gut. Kommt mit dabei. Eisen haben wir jetzt sehr viel durch die Eisenfarm gewonnen. Das heißt, sie läuft tadellos, wenn wir uns in diesem Radius befinden. Das freut mich definitiv. Wir hatten ja am Anfang der Serie immense Schwierigkeiten mit der Eisengolem-Farm. So, Redstone haben wir auch nicht mehr allzu viel. Brauchen wir aber auch erst, wenn wir den Zugang zum Netherportal trockengelegt haben und auch das Portal aktiviert ist. Wir haben jetzt 26 Emeralds, das heißt, wir suchen nochmal den Schmied auf. Ist der mittlerweile zurück an dem Arbeitsplatz? Jawohl, da ist er. Mein Lieblingsbewohner. Herrlich. 19? Oh Mann, habe ich das aber gerade zu früh gesagt, mein Lieblingsbewohner. Hm? Eben habe ich noch von Ihnen geschwärmt.
weil sie so günstige, tolle Angebote bieten. Und jetzt haben sie einfach ihren Rabatt weggenommen und wollen einen Emerald mehr. Also das ist ja echt eine Frechheit. Na gut, bringt nichts. Irgendwie müssen wir ja die Diamantspitzhacke erwerben. Dann beißen wir in den sauren Apfel und schenken ihr den einen Emerald. Treue Bonus sieht anders aus, mein Freund. Gut. Naja. Vielleicht ein anderer Bewohner. Ein andermal. Schade. Naja, der eine Emerald. Was soll's. Macht mal nix. So, Efficiency 1. Das heißt, wir verbrauchen die hier noch. Dann craften wir sie zusammen und können dann die Efficiency 2 eigentlich auch noch direkt mitnehmen. Ja, weil wenn wir die beiden zusammen craften, die Efficiency 1, dann haben wir eine Efficiency 2, die vollständig ist. Und wenn wir diese Efficiency 2 bereits verbraucht haben, dann haben wir auch eine Efficiency 3, die vollständig ist. So ist der Plan. Genau. So machen wir's. So wird's gemacht. Wir gehen wieder runter, heben das Fundament weiter aus. Und wir müssen natürlich auch bedenken, wir müssen hier die Wände auch noch einmal ausheben. Ja? Das heißt, ich würde erstmal das Stückchen hier unten zu Ende machen. Dann das Fundament einmal komplett ausheben in der gesamten Fläche. Ja, schon mal mit Andesit auffüllen, dass wir wieder auf der richtigen Ebene sind. Und zwar von der hier vorne. Und dann würde ich anfangen, die Wände abzutragen und auch durch Stone Bricks wieder hochzuziehen. Also so ist der Plan, so sieht's aus. Und da wollen wir uns auf jeden Fall auch dran begeben. Ich weiß nicht, warum ich hier die Erde habe stehen lassen. Habe ich sicher ein bisschen gepennt. Das heißt, wir machen jetzt hier noch ein bisschen weiter, bis die Sonne untergeht. Und dann geht's weiter. Hier natürlich wieder der tolle Trick, wenn man hier ein paar Cobblestone reinlegt. Ich farm jetzt noch ein paar mehr. So. Perfekt. Dann tun wir da die Erde rein. Und erst wenn diese Stacks hier voll sind, weiß ich, okay, wir haben auf jeden Fall jetzt hier die 10 Stacks Cobblestone gefarmt. Ja, es wird wieder Nacht. Wir machen das gleiche wie am Vortag. Einmal die Sachen wegbringen, legen uns schlafen und dann würde ich sagen, statten wir den Kühen einen Besuch ab und schlachten einige von ihnen. Fangen wir schon mal an, das Leder zu farmen. Legen wir das alles weg. Hier auch die restlichen Melonen. Ich weiß nicht, warum wir die überhaupt noch mitgenommen haben. Die Erde benötigen wir auch nicht und Kohle, Eisen legen wir auch beiseite. Neuer Tag, neues Glück, aber nicht für die Kühe. Wir sollten sie vorher natürlich vermehren, dass wir auch gar nicht die falschen hier nachtöten, beziehungsweise zu viele. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Weizen mit. Und dann müssen wir schauen, am besten töten wir sie nicht mit dem Schwert. Ja. Schlachten wir sie mit der Axt, damit wir keinen Flächenschaden verursachen. Und dann die... Wie kommen denn die Katzen dahin? Das frage ich mich immer wieder. Wie können die Katzen ihren Standort ändern, wenn sie dort sitzen? Ich meine, mich erinnern zu können, dass einer von den beiden Katzen, ich glaube, die helle war es hier, hier vorne saß. Bei den Heuballen. Um diese zu bewachen, vor Mäusen und Ratten. Wie kommen denn jetzt beide Katzen hier vorne zum Eingang? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr die Antwort wisst. Ich weiß es, oder hast du damit zu tun? Na, du schmitzt schon so hier aus der Wäsche. Ich glaube... Steckst du dahinter? Ja? Was? Hä? Wie? Ja. Ich glaube auch nicht. Hm. Seltsam. Ja, ein Mysterium, ne? Weißt du auch nicht weiter. Gut, hier sind die Kühe. Wollen wir sie einmal vermehren? Komm mal mit. Jawohl. Zack. Und du kriegst auch noch was hier. Wer hat noch nicht? Ihr habt auch noch nicht. Level 25. Perfekt. So, packen wir das einmal weg und dann schlachten wir ein paar einfach ab. Kein Leder, war ja wieder klar. So, müssen wir jetzt mal schauen. Jawohl, die ersten zwei Leder, meine lieben Freunde.
Ein paar Kühe müssen natürlich dann dran glauben. Aber so ist das halt, ne? So ist das Leben. Wir werden alle geboren, um zu sterben. So. Ich denke, bei den Rest lassen wir. 4 erwachsene Kühe und die restlichen Kälber, damit die nicht ganz alleine sind. Ist okay. Ah, ja, da ist der Katzenflüsterer. Ich hab's doch gewusst. Ich hab es gewusst. Der steckt sicher dahinter. Gerber, verrate mir, hast du irgendwas gesehen? Ach, schon wieder neue Angebote. Nee, aber deine Rüstung werde ich nicht abkaufen. Also wenn du keine schicken Stiefel hast oder so für ein Schneebiom, dann werden wir hier nicht irgendwie in... Nein, wir werden uns nicht einig. Tut mir leid. So, die ersten 6 Leder haben wir erhalten. Die bringen wir einfach mal ins Lager. Daraus können wir auch direkt schon die Bücher dann machen. Und lasst uns doch auch mal direkt schauen, ob wir genügend Diamanten haben für einen Verzauberungstisch. Jawohl, die haben wir. Aber wir haben noch keinen Obsidian. Das heißt, wir können eh noch keinen Verzauberungstisch herstellen. Ich lege einmal hier das Fleisch einmal beiseite. Ah, wo lege ich es rein? Ach, einfach Natur. Ist ja auch eigentlich unwichtig. So, das Leder lege ich dabei. Brauchen wir gerade auch nicht. Das Getreide lege ich auch mal weg. Und dann können wir weitermachen. Der letzte Stack an gebackenen Kartoffeln. Nein, hier haben wir auch noch einen. Ich habe nichts gesagt. So. Brauchen wir irgendwas? Nein. Das Schwert ist bald kaputt. Wir haben einen Ersatz. Wir haben eine Ersatzspitzhacke. Das ist noch neu. Fackeln brauchen wir nicht, weil wir nicht in die Mine gehen. Das heißt, wir können das Fundament jetzt weiter ausheben. Und wenn die Kühe ausgewachsen sind, diese... Ja, das Ei wieder. Das lege ich mal ganz kurz wieder in die Truhe. Irgendwann brauchen wir eine eigene Eiertruhe. So. Wenn die Kühe ausgewachsen sind, können wir sie wieder vermehren, um weiteres Leder erhalten zu können. Sehr schön. Machen wir hier einfach mal weiter. Und dann gucken wir, ob wir unten in der Mine nicht Andesit farmen können. Beziehungsweise... Ich würde gar nicht weiter in die Mine gehen, diese Folge. Das mache ich vielleicht nächste oder übernächste. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, in die wir korrigieren müssen. Vielen Dank für den Hinweis, dass bei der Eisengolem-Farm nämlich noch ein paar Gitter fehlen. Ich bin in meinen Gedanken einfach dran vorbeigelaufen, obwohl in der Ecke noch ein paar Ketten fehlten. So, das heißt, wir craften uns einmal hier neue Ketten, beziehungsweise erstmal die Nuggets daraus. Ja, sollte reichen. Und dann die Ketten. Ah, machen wir ruhig ein paar mehr. Eisen haben wir ja jetzt wieder in Hülle und Fülle. Da können wir ruhig verschwenderisch mit umgehen. Sehr schön. Und dann schauen wir mal, wo ich denn genau alles vergessen habe. Ich habe auf jeden Fall im Nachhinein gesehen, dass an der Ecke was fehlt. Und hier vorne, die eine Seite ist ja eh noch gar nicht irgendwie fertig. Da machen wir auf jeden Fall parallel auch hier weiter. So. Jawohl, hier vorne. Das fehlte. Sehr schön. Vielen Dank für den Hinweis. Und da unten ist ein wandernder Händler. Schauen wir doch mal kurz vorbei, welche Angebote er uns anbietet. Jawohl, neues Eisen. Können wir gut gebrauchen. Schauen wir mal, wo ist er denn hin? Ach, da vorne. Schönen guten Tag. Was treibst du hier auf der Insel? Oh, das ist natürlich ein sehr verlockendes Angebot. Nautilus Shell. Mhm. Das können wir eigentlich auch gut gebrauchen. Und Dschungel. Oh, Saplings. Ich muss auf jeden Fall ein paar Emeralds erwerben. Ich würde sagen, wir kaufen die Nautilus Schalen. Ja, die kaufen wir auf jeden Fall auf. Die Schnecken hier. Und auch die Saplings kaufen wir auf. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das können wir so holen. Blumen brauchen wir auch nicht. Das müssen wir auch nicht unbedingt haben. Das ist ja so nice to have statt must. Und Blumen, ja, gut. Das heißt, 5, ne, pro Einheit. Schauen wir mal, dass wir hier noch ein bisschen was verkaufen können. Jetzt haben wir gerade eine neue Spitzhacke gekauft. Überteuert. Ja, was heißt überteuert? Gut, ein Emerald mehr, aber einer zu viel. Ja, den einen hätten wir jetzt hier für den wandernden Händler schon direkt gehabt. Schauen wir einfach mal bei der Melonen- und Kürbisfarm. Vielleicht ist sie ja schon ausgewachsen. Dann können wir wieder neue Handelsgeschäfte hier mit den Farmern eingehen. Und durch den Tausch nachher eine neue Baumart gewinnen, ohne den Dschungel entdeckt zu haben, beziehungsweise den Dschungel haben wir ja auch hier hinten, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir müssen die Saplings nicht unbedingt kaufen. Andererseits droppen Dschungel-Saplings nur halb so oft oder halb so wahrscheinlich wie die von allen anderen Baumarten und da wäre es natürlich von Vorteil, wenn wir sie
ein bisschen reproduzieren können. Schauen wir mal, wie viele Emeralds wir rausbekommen. Erstmal die Schalen, die Nautilus Shells kaufen und dann gucken wir, wie viel wir übrig haben für die Saplings. So, Melonen geerntet, Kürbisse gefarmt. Einmal gucken, wie viel Emeralds das macht. Wir haben auch hier, glaube ich, noch, genau, das wollen wir mitnehmen. Alles, was geht. Und wir können auch hier natürlich ein bisschen Eisen meinetwegen auch. Und die Kohle können wir verkaufen. Ja, craften wir das zurück. Beziehungsweise die würde ich, glaube ich, sogar noch für einen anderen Villager verwahren. Ja, da müssen wir mal schauen. Denn das erste Angebot ist ja auch meistens mit Kohle. Und wenn wir die dann nicht zur Verfügung haben, gucken wir dumm aus der Wäsche. Aber nochmal hier unten gucken, vielleicht haben die guten Villager hier noch was für uns gefarmt. Ja, da kommen gerade frische Kartoffeln rein, sehr schön. Das freut mich doch, die verkaufe ich ihnen gleich wieder. So, alle eingesammelt. Und dann hier beim Kollegen wieder an den Mann gebracht. Das ist doch eine Gemeinschaft. Zwei Emeralds nur, das ist ein bisschen wenig. Ja, vier macht es jetzt auch nicht besser. Da haben wir nicht mal eine Schale raus. Da müssen wir mal gucken, ob hier nicht noch die Kürbisse was reißen können. Wo ist denn der Kollege schon wieder? Macht er wieder blau? Ja, hier unten ist es denn zu fassen. Alle anderen arbeiten und er gönnt sich hier erstmal ein bisschen Freizeit. Meine Güte. Ja gut, das musst du ja mit deinen Kollegen verhandeln, ne? Wobei es nicht gerade gut heiße, wenn hier von deiner Seite nicht viel kommt. Nur weil du der Meister bist, heißt es nicht, dass du dich hier auf die faule Haut legen kannst. Nein, heraus kannst du auch nicht. Freiheit ist nur für die, die tüchtig waren. Gut. Sieben Emeralds. Wir können ein Item kaufen, das ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Schauen wir mal, vielleicht haben wir hier noch einen anderen Dorfbewohner, mit dem wir was handeln können. Ein bisschen Papier können wir vielleicht auch verkaufen, das wäre ja auch nicht schlecht. Es wird auch gleich schon wieder Nacht, da müssen wir uns beeilen. Und die Zuckerrohrfarm einmal in Betrieb nehmen. So, alles eingesammelt. Da machen wir aus dem Zuckerrohr mal eben schnell Papier. Ich denke, der einzige Crafting Table ist hier vorne im Rathaus. Da müssen wir auch noch mal ein paar mehr verteilen. So, Papier gemacht. Haben wir eigentlich noch Zuckerrohr hier übrig? Jawohl, wir können noch deutlich mehr produzieren. Das würde ich auch in Angriff nehmen. Den Rest können wir wieder reinlegen. Jawohl, dann einmal kurz bevor alle schlafen gehen zum Kartografen das Papier an den Mann gebracht. Nein. Ach, er liegt schon im Bett. Ich würde sagen, da möchte ich ja gar nicht stören. Ich lege mich einfach. Geht noch nicht. Ich muss noch warten. Oh, ich glaube, der hat gerade eine Blume gezeigt. Ach, hier liegt einer drin, Verzeihung, ich wollte sie gar nicht stören. Dann lege ich mich doch in die Kajüte hier neben. So. Neuer Tag, neues Glück. Wo ist denn hier der Kartograf? Schönen guten Tag. Ich habe Papier für Sie. Sie lieben nur Papier. Gut. Hammer. 16 Stück, das heißt, wir können drei Items kaufen beim wandernden Händler. Vielleicht finden wir hier auch noch den Schmied irgendwo, dann können wir ihm das Eisen von seinen eigenen Eisengolem, sage ich mal, verkaufen, um weitere Angebote hier entgegennehmen zu können. Wo ist er denn jetzt gerade? Er war doch gerade noch in der Unterkunft hier vorne. Ich glaube, hier läuft er rum. Bleiben Sie stehen, Herr Schmied. Ja, vier Eisen, perfekt. 28, warum nicht direkt so? Herrlich, super. Dann gucken wir mal, wo der wandernde Händler ist. Ah, hier ist die Treppe runter. Stein auf Stein sieht man nicht so gut. Da muss man aufpassen, dass man nicht einfach in die Baustelle reinfällt. Eine Abgrenzung, ein Bauzaun wäre hier, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Wobei die Villager schon auf den Abgrund achten. So, guten Tag, der Herr. Einmal das hier bitte. Perfekt, 5 Stück gekauft und jetzt können wir auch... Ja gut, das brauchen wir wirklich nicht unbedingt. Also Dschungel-Saplings ist eher so, kann man machen, muss man aber nicht.
Die Schalen haben wir jetzt schon mal. Vielen herzlichen Dank. Sie können Ihres Weges weiterziehen. Wir haben alles von Ihnen bekommen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben hier noch die Ketten im Inventar. Ja. Machen wir hier an der Stelle einfach ein bisschen weiter. Und dann endet die Folge auch. Und wir machen in der nächsten Folge mit dem Fundament weiter. Gehen wahrscheinlich in die Mine, um Andesit zu finden und zu farmen. Und schauen nochmal bei den Kühen, dass wir auch genügend Leder für den Verzauberungstisch haben. Super, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Aktiviert die Glocke, dann werden euch Benachrichtigungen angezeigt, sobald eine neue Folge online kommt. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann, ciao!